bin die Maike Hanke, und ich habe BWL studiert und bin Mediaplanerin und arbeite in einer Mediaagentur und bin gerade so ein bisschen in der beruflichen Umorientierung. Und nicht zuletzt aufgrund meiner Tochter, die ich vor 6 Jahren bekommen habe. Und die so ein bisschen einen anderen Blick auf mein Leben mir beschert hat. So, Kinder haben ja, sehen die Welt ja ganz anders. Und ja. Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe NLP gemacht vorher. Und in dieser Coaching-Ausbildung habe ich jemanden kennengelernt, die dann hier das Kindercoaching gemacht hat und die total begeistert davon war. Und dann habe ich gedacht, das ist so meine Richtung. Also ich habe dann tatsächlich festgestellt, so Familien, Kinder, auch der Grund, warum ich dazu gekommen bin, das ist irgendwie mein Thema. Und Business Coaching ist irgendwie nichts für mich. Und ja, aufgrund dessen bin ich auf IPE gekommen und jetzt hier bei der Ausbildung gelandet. Also ich finde die Methoden super, weil man ganz extrem ins Tun kommt durch diese Methoden, weil sie so leicht anwendbar sind, wie ich finde. Ich habe auch andere Methoden in der Coaching-Ausbildung kennengelernt, die ich nicht ganz so leicht anwendbar fand. Das finde ich halt großartig. Ich habe einen großen Koffer voll Methoden bekommen, das finde ich sehr spannend, aus denen ich auch auswählen kann. Methoden, die mir mehr liegen, Methoden, die mir vielleicht nicht so gut liegen. Und ich bin tatsächlich so begeistert, dass ich direkt ins Tun gekommen bin und mir alles, was mir entgegengekommen ist und vor die Finger gekommen ist, schon mal probiert habe und geübt habe. Und es macht unglaublich viel Spaß und es bewegt halt sehr viel. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, Menschen, insbesondere Kinder, zu bewegen. Ich muss sagen, ich finde Daniel didaktisch unglaublich gut. Also er hat mich komplett mitgerissen. Ich bin so ein Typ, der ganz viel, also gern kontrolliert und sehr viel mitschreibt und zu Hause sehr viel tut. Ich habe für dieses Seminar gefühlt abends nichts mehr getan, sondern wirken lassen. Und habe das Gefühl, ich weiß wirklich tatsächlich alles. Ich kann alles anwenden. Das finde ich halt auch total wichtig. Ich brauche nicht erst zehnmal nachschlagen, wie geht es nochmal, wie funktioniert es, sondern kann direkt ins Tun kommen und alles liegt quasi vor mir, mir zur Verfügung, steht mir zur Verfügung. Ich würde mit auf den Weg geben, dass es einen auf jeden Fall weiterbringt, Kinder- und Jugendcoaching, weil man hier an dieser Stelle sehr viel übt, sich sehr viel bei einem selbst schon bewegt, es einen selbst weiterbringt, die Methoden, wie gesagt, extrem anwendbar sind und man sehr schnellen Zugang zu der Materie bekommt.